ain't playing no more. You know what I'm saying? Different mindset, you know what I mean? Different motivations. You know what I'm saying? I'm trying to get more money, you know what I mean? You know what I'm saying? I'm not satisfied, you know what I mean? I want everything, you know what I mean? I want it all. Drop my talk, let the roof loose. Look at these diamond fruit loops. Look at this. Round like the president, bulletproof. President. Shoot it all you want, you ain't getting through. I came up from an onion. Now I got money called the country. Money. Fucking on the third every Monday. Fucking on the third every Monday. Fucking on the drop my talk, let the roof loose. Look at these diamond fruit loops. Round like the president, bulletproof. Shoot it all you want, you ain't getting through. I came up from an onion. Now I got money called the country. I got money. Fucking on the third every Monday. Fucking on the third every Monday. Welcome to the game. Gold chain, diamond ring, pick it rain. My son got a dub in his piggy bank. I got it at the mud, take it bigger rain. I'm sipping on mud, got hella drink. You claim that's your hoe, but I don't think. She was at the corner with the whole thing. She was in the corner for the whole game. IG can hide a bitch. I'ma tell you about the other side of it. She don't got a job or a house or a will. You don't even know she a thot, she a trick. Let me tell you about your broke little niggas. Better hide your bitch. Better hide. We started from a rock to a brick. From a rock. Now these fuck niggas wanna kick it. Customize my whip exhibit. Exhibit. You ain't making no noise, got crickets. Shh. We ain't going back and forth, handle business. And I don't even got a score like Pippin. No. We done broke records, ask Guinness. Guinness. Nigga, we ain't done, we ain't finished. We ain't finished. We was on the run, independent. Go. 100 round drums in the Sprinter. Draco. Drop my top, let the roof loose. Look at these diamond fruit loops. Look at this. Round like the president, bulletproof. President. Shoot it all you want, you ain't getting through. I came up from an onion. Now I got money across the country. Money. Fucking on the third every Monday. Fucking on the third every Monday. Fucking on the drop my top, let the roof loose. Look at these diamond fruit loops. Round like the president, bulletproof. Shoot it all you want, you ain't getting through. I came up from an onion. Trap. Now I got money across the country. I got money. Fucking on the third every Monday. Fucking on the third every Monday.
Fifi und Jüfke sind da, hat Revi gesagt. Shorty ist anscheinend auch da. Aber, ja, ist halt so. Ja, grüß euch Jungs, Mann, peace. Moin, moin. Grüß dich, Kuppa. Katinka, Malinka. Das ist ein schwarzes Fisch. Yo, peace. Oh, ich seh's auch. Hey. Hallo, Kuppa. Das ist ein Lufteinlass. Extralampe. Ein Lufteinlass. Hallo. Wer hat denn einen Lufteinlass? Da ist ein Auto. Lufteinlass, oder nicht? Wo denn? Da vorne das schwarze. Ja, das rechts neben dem linken Scheinwerfer. Okay. Was? Okay. Links neben dem rechten Scheinwerfer, nicht andersrum. Was für ein Auto? Seid ihr hart, Alter? Da steht ne Benji. Links neben dem rechten Scheinwerfer? Ja, wenn du von vorne drauf. Ja, aber es ist der linke Scheinwerfer. Jo. Aber ich guck doch jetzt auf das Auto drauf. Aber es ist ja trotzdem noch der linke Scheinwerfer. Klugscheißer-Modus an, oder was? Man kann auch einfach sagen, das neben dem bunten Streifen. Hallo? Du bist ein Pisser. Du bist selber ein Pisser. Hey, du bist ein Pisser. Ey, tagelang sieht man dich nicht und jetzt rufst du an und sagst, ich bin Pisser. Ja, du fährst einfach halt hier vorbei, Mann. Wo denn? Und stellst dich dahin zu den anderen. Wo stehst du hier denn? Zu uns. Wo? Ja, wo? Hä? Oh, geradeaus, auf dem Dach irgendwo oder was? Ja, als würde ich da reingucken können durchs Tor, du Vollidiot, Alter. Warum Junge, hast du dich mal angeguckt? Du bist ein verdammter Niggi-Mann, als würde ich dich in der Dunkelheit sehen. Was geht ab, du Pisser? Ich sag ja, du bist ein Pisser. Was machst du? Gönn mir mal an so einer Karre rumschrauben. Alter. Ha? Was, Alter? Warum, Alter, ist das so? Weil... den... Juffi, wieso hast du den in die Luft geworfen, Alter? Hab ich gar nicht. Nö, überhaupt nicht. Was geht? Ist Juffi sein Auto hier drin? Ja. Ja. Sag mal ein, Alter. Was ist das für Pillen heute, die ich... Ich hab keine Ahnung. Ah. Die waren auf jeden Fall abgelaufen. Wollt ihr die Scheiße nicht, verkaufen, Juffi? Ja, wollte ich eigentlich. Aber ich hab's dann doch gelassen. Yo, Polaroid V1, vielen Dank für deinen Resub im zweiten Monat, mein Freund. Kussi auf deine Augen. Yo. Hä, du hast doch noch gar nichts geändert, oder? Doch. Der war davor doch aber auch weiß, oder nicht? Ja, aber ich meine die Teile, eine andere Frontstoßstange, Heckstoßstange, kleinerer Spoiler. Ja, vorne kann ich nicht beurteilen, aber sonst sieht fresh aus, auf jeden. Oder spinnt der Projektor wieder? Nee, also so weiß-schwarz habt ihr das jetzt, ne? Ja, und hinten ist ein kleinerer Spoiler. Ja, auf jeden. Frage ist, ob ich den so kleiner lasse oder wieder also den größeren nehme. Behältst du den jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Erstmal. Was geht, Schnaufi? Hättest mal gestern noch ein bisschen länger da bleiben sollen, Schnaufi. Ich habe noch FIFA gespielt. Habe eben schnell den Timex fertig gemacht und den Craig vernichtet. Es war einfach wieder dieses. Aber wolltest du nicht eigentlich bei. Dieses wunderschöne. Bei Laden so einen Wagen holen, ne? Ich sag ja, zu Craig, komm, wir spielen auch noch eine Runde. 200.000. Und dann sagt er so: Ja, komm. Und ich sag der so, Typ wollte nicht 4-0, tauschen. 4-0, easy going. Und was war? Wollte eigentlich mit dem tauschen. Ich hab 4-0 gewonnen, yo. Es war so, ich konnte so gut schlafen. Auch wenn es nur 4 oder 3,5 Stunden waren, es waren, es war's wert, yo. Gecalltes 4-0, easy going. Shoutouts an Craig. Was geht, Justin? Ging heute irgendwas ab? Nee, oder? Nö, nichts Besonderes. Ist noch jemand da außer euch? Alter, du hast voll was verpasst, Junge. Was? Ey, die Cops waren vorhin an der Tanke, ja. Ja, was wollen? Und zwar nicht wegen uns. Nicht wegen... Was? Also, da standen mindestens 3 Streifenwagen, 3 Krankenwagen, ein anderes Auto und dann kam ein Abschlepper und hat ein paar Autos von denen weggenommen, ja. Okay. Ein Haufen an Leuten sind da rumgewuselt und die haben irgendjemanden ins Kranken-Dingens eingeladen. Alles klar.
Und später, da waren nochmal Cops da gewesen. Bei der Mall an dem Parkplatz und die haben da irgendjemanden gestellt, Mann, mit einem lila Hemd. Okay. Ja. Einen von den Napas-Kindern. Ja, ich würde mal sagen, es gab ordentlich Ärger bei denen heute. Ja. Hätte ich allerdings echt gern mitbekommen. Ich war gestern am Arbeiten. Apropos Napas, Leute, ja. Hast du es mit Sugar mitbekommen? Ja, wollte ich gerade sagen. Also mir wurde gestern gesagt, der ist nicht mehr bei United oder United Live. Yo. Yo. Ich muss nochmal ganz kurz nach oben gehen und mir was holen. Bin gleich das wieder bei euch, Bad. Ja? Okay. Na? Ja, und dass du jetzt bei den Napas-Kindern bist, ne? Ja. Voll abgefahren, Alter. Ja, hat mir Charlie gerade noch erzählt. Das hat mir Leroy gestern erzählt. Maniac Peace, grüß dich. Und Aktrossler. Moin, moin. Eigentlich hast du das Wichtigste verpasst, Mann. Hm? Göffel wollte sich vorher seinen Bart ein bisschen schneiden lassen, ja? Ja. Heißt, wir sind zum Barbier hochgefahren. Und Craig war da. Und Charlie auch, ja? Okay. Und Craig hat auch mal ein bisschen was rumprobieren lassen. Und wir haben den Typen ohne Bart gesehen. Goofy? Nein, wir haben Craig ohne seinen Bart gesehen. Okay, und wie sieht er aus? Naja, ab jetzt heißt der Ugly C. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so hässlich ist wie der Typ, Mann. Ugly C. Sehr gut. Ja, werde ich ihn auf jeden Fall jetzt so nennen. Kein Problem. Perfekt. Wir waren gerade beim Dach, ne? Ja. Okay. Alter, wir wären mal ohne mit dem Dachspoiler oder den ja, Turbulatoren. Aber mit dem Dachspoiler bist du halt eigentlich schon gut dran, ne? Also. Mhm. Ja, das war's eigentlich sonst. Mhm. Ja, gut, dann. Könnten wir nochmal den normalen Spoiler, den ich jetzt schon drauf habe, nochmal dran machen? Klar, warte. Den hattest du davor? Ja, den hatte ich davor. Der ist jetzt aktuell drauf. Steht halt Karin drauf, Mann. Ich werde doch viel zu fan. Nee, der schockt nicht. Mach den weg. Vielleicht noch einen anderen? Ich kann einfach nochmal alle in Ruhe durchgehen, dann kannst du nochmal einfach gucken. Ja, mach das mal bitte. Der ist kacke. Grüß dich, Andrew, Mann. Peace. Vermisst Tolga hier irgendwie im Chat? Lese ich Tolga hier heute irgendwie nicht? Was ist da los? Wo ist Tolga? Nummer 1. Einen davor? Ich fand den ziemlich cool. Der hier? Ja, den anderen fand ich ziemlich cool eigentlich. Der mit den Stangen hinten dran. Nee, der war kacke. Ja, zumindest so ein kleines Ding mal halt. Aber der hat auch wieder Nieten. Der ist ein angenieteter Entenschwanz. Mach nochmal einen anderen. Hm? Mach nochmal die anderen davon. Aha. Die verbreiterte. Den angenieteten. Der ist mega mad auf Kate. Wieso das denn? Und den Stalker. Yo, Fluppe, grüß dich. Jens, Peace, was geht? What's poppin' Dogs, Alter? Eva Becky. Der ist kacke. Holger wird woanders gemobbt, lul. Ja. Extraler, grüß dich. Ich finde den ja ganz fresh. Ja, der hat was. Ah, da ist der Tolga. Okay, wir sind Rex mal. Okay, soll ich weitergehen? Ja, geh mal weiter, bitte. Ich glaube, der ist ein bisschen zu viel. Weil Katie in Discord sein, gekickt hat. Habe ich gar nicht mitbekommen, Alter. War beschäftigt, yo. Eddie das? Also, der gerade hat ja gepasst mit dem hinten. Hallo. Abend.
Aber das ist zu viel. Meinst du, das ist zu viel? Ja, klar, wenn das oben und unten ist. Moin. Was geht? Da stört mich das Carbon, muss ich sagen. Mich auch, den gibt's aber noch. Ganz weiß. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Sag ich mal. Mach den mal einen ganz weiß, den wir gerade hatten. Ah, der war hässlich, Alter. Aber dann steht da Karin drauf. Ja, steht da vorne auch auf der Karre und da überall steht was drauf, Mann. Ah, das ist voll scheiße. Ja, du bist auch scheiße. Du bist scheiße. Nur weil du 4 Autos oder so hast, musst du nicht einen auf dicken Macker machen. Nee, okay. Alter. Nee, 2 Autos, kommt, Mann. Das kommt nicht. Die sind beide gut, so Mann. Teuer wie 2 Reifen von dir, Mann. Pisser. Boah, jetzt ist die weg. Genieß die Nacht, ich will mal das Kissen suchen. Boogie-Tech haut rein, Peace, weiß Alter. Weiß nicht, Mann. Der kleine Spoiler beeindruckt mich nicht so. Spoilerieren, Free Tiger. Ja, der passt aber jetzt wesentlich. Der wird doch nur gekickt, der Idiot. Das haben wir komplett angepasst, um einen kleineren zu machen. In 12 versteht er wahrscheinlich noch nicht den Unterschied zwischen gekickt und gebannt. Darf man den nicht übel nehmen, Alter. Alles gelernt. Bin ich voll nice, Diggern. Ja, Mann. Deswegen, ich finde jetzt auch schon echt geil. Das ist geil. Entweder so aus der geil oder. Das ist geil. Mit so einem ganz kleinen Ding da. Ja, entweder so oder die Spoilerlippe. Aha. Sag ich ja. Wie mach mal die Türen zu? Danke. Erstmal muss ich mir den Preis anhören, ich weiß gar nicht, ob ich so viel hab. Ich geh mal raus, der eine Typ ist da, der mein Auto hatte. Der Krüger hat den abgeholt und repariert. Kali, telefonier mal woanders. Ich weiß genau, dass ich da mit drin stecke. Das ist Bullshit. Wo kommst du weg, Alter? Meine Karte sieht 500 Milliarden 1.824 mal besser aus. Hättest du dir nicht ein anderes Auto kaufen können? Ja, das stand eh rum und da sich keiner für interessiert hat, dachte ich nehme das. Ja. Habt ihr überhaupt einen bestellt? Ja, warum nicht? Hast du bezahlt? 165. Eieieiei. Viel. Ja. Wer hat der kann? Nein, Quatsch. Hast du schon alles einbauen lassen? Ja, ist alles drin. Und was bist du bis jetzt gefahren? 220 hatte ich mal kurz. Ist schon in Ordnung. Ja. Hast du eigentlich alles schon mit Blatt außer den Kelly? Ja. Ich bin halt gespannt auf die neuen Fahrzeuge, die ich beim Importeur angefragt habe, was die leisten. Yo, Re, wie was geht? Da sind so ein, zwei neue Sportwagen bei. Echt? Neue Sportwagen? Ja, und einen Supersportwagen neu, wenn ich den kriege. Wie teuer viel Geld muss. Das muss der Importeur mir noch sagen. Ich habe die Fahrzeuge ihm eingereicht und er guckt nach, was er für will. Oder wie teuer es ihm ist, die zu besorgen. Wenn ich halt Pech habe, sind das halt Autos, die sich nie jemand leisten werden kann. Oh. So like 717.
Aber Rewe hat viel Geld, die können sich das leisten. Ja, die will aber ein anderes Auto. Tu mir, ich will eins mit den aufklappbaren Lichtern. Den Inferno, der ist schick. Oh, über was für Autos redet ihr überhaupt? Allgemein. Allgemein. Autos. Du bist ja schon wieder so müde. Weiß nicht, Mann, ich hab gar keine Lust. Wollt heute nicht mal aufstehen. Aber wenn du. Was hupe der Penner? Aber wenn du bei Autos aus aufklappbaren Lichtern stehst, habe ich vielleicht auch bald ein neues Auto. Ja. Was wolltest du, den Infernus, ne? Ja. Der kommt fast in die Richtung, aber ich weiß halt den Preis noch nicht von dem Auto. Okay. Der heißt Ardent, kannst ja später mal zu Hause gucken. Wie heißt der? Ardent. A-R-D-E-N-T. Ardent. Oh, der sieht schick aus. Wenn ich den kriege, ich weiß halt nur den Preis noch nicht. Ja, der hat kein Geld. Der sieht ein bisschen aus wie in der DeLorean. Ein bisschen, ja, jetzt wo du es sagst. DeLorean. Was? Hey, macht der scheiß Foodtruck nicht sonst immer bis 11 Uhr auf? Ich wollte noch einen Burger essen, verdammte Scheiße. Vielleicht hat schon jemand alles weggegessen. Oh. Jo, okay, danke. Ey, ich hab nur 3 heute gegessen. So. Lüg nicht. Geht Marco. Moin. Warte. Ja, wenn man jetzt nur vorne und hinten halt, ne? Wo das so auch nicht schlecht aussehen würde. Tun wir mal so, als würden wir uns ziemlich viel interessieren, wie gut das Auto wird. Der Spoiler ist echt definitiv zu groß. Solange da überall Karin draufsteht. Otto, scheiße. Karin. Aber meine, musst du das wissen, was du machen willst. Alter. Ha, ich weiß jetzt, wie wir es machen würden. Mhm. Ich würde dann nochmal abwarten. Möpse. Wenn wir nochmal wiederkommen. Ich weiß jetzt, was wir alles dran haben. Oder dran genau. Machen wollten. Jo, ich lasse das auch mal alles notiert, schreib das soweit hin. Und wenn du sagst, ja, dass du das willst, dann können wir das schnell übernehmen. Okay, gut. Ne? Dankeschön. Jo, na klar. Cool, ich fahr das Ding mal wieder raus. Doch. Jo, mach das. Ja, let's go. Haben wir fertig? Ey, Jöfke. Ist noch jemand da sonst? Hier. Hallo. Jo, Ugly C ist gerade Pen gegangen. Ja, hier, der Herr da vorne, den muss... Und sonst war noch Gefeder. Ugly C ist Pen gegangen und wer noch? Jordi. Aber ich hab das wirklich nicht berührt. Das geht, Sander. Doch, hast du. Ey, Cooper, du Penner. Oh, tschüss, Fahrrad. Ey, fahr mal jetzt nicht. Boah. Boah, ich seh da gar nichts. Doch, guck hier, voll der fette Kratzer. Warte, ich mach das. Polier das kurz weg. Okay. Jetzt sauber. Der hat auf mein Auto gespuckt. Nee, ich habe das poliert. Alter, der hat voll auf dein Auto drauf gerotzt, Mann. Boah, hab ich nicht. Boah, ey, lasst mein Fahrrad in Ruhe. IFK, hast du gesehen, wie schwarz der Quali war, Mann? Ja, du weißt schon, dass man Fahrrad auch abschließen kann, ja. Ja, ich wollte aber losfahren. Oh, egal. Was? Oh, ohne Scheiß jetzt? Ich hab dein Fahrrad verkauft. An wen denn? An den Penner? Ja, das war so ein Penner, der meinte, der gibt mir dafür... An den Penner da hinten, der telefoniert. Ja. Genau, an den Penner da. Der meinte, der gibt mir dafür $2 und einen halben Hotdog. Dali Revi hat dich Pennerin genannt. War der Hotdog noch warm?
Nein, der war kalt. Oh, schade. I. Aber da waren Gurken drauf. Ja. Und Ketchup. Ja. Und ein paar Fusseln, aber ist egal. Ja. Schmeckt trotzdem. Nein, Spaß, ich habe das nicht verkauft. Danke, Mann. Geh da vorne um die Ecke. Ja, ich hol's gleich. Cooper? Ja, bitte. Cooper. Weißt du, was für Drogen im Umlauf sind in der Stadt? Außer Marihuana? Ja. Was gibt's noch so? Gutes? Gar nichts. Nichts? Und noch mehr Marihuana. Nur Abstand halten von dem Zeug, was es noch. Ja, nee, weil, bitte. Ja. Okay. Oder stehst du auf so eine schöne Meth-Dröhnung? Nee, aber ich will was verticken. Ist es flexen oder was? Bei meinem neuen Job, ja. Ach scheiße, ich muss da noch hin. Fuck. Was für ein Job? Wo ist mein Fahrrad? Im Vanilla Unicorn. Wie jetzt? Ihr arbeitet im Vanilla Unicorn. Ja, aber nicht auf der Bühne, sondern an der Bar. Kannst die Revi? Okay. Nein. Ich wollte gerade mein Auto gehen und losfahren. Also haben die losfahren, hey Revi. Haben die geöffnet oder wie? Was ist los? Du tanzt was? Im Unicorn, sagt die Charlie. Ja, was für Tanzen? Na, hab ich überhaupt gesagt. Ich weiß doch, bist Charlie. Bist jetzt Tänzerin. Klar, die gerade gesagt, du arbeitest jetzt da und tanzt da. Na klar, ich bin aber du kannst Katze nur dort. Den Stepptanz. Kleine Tanzkatze, ha? Na, gebessere Tone. Na, oh, fuck, Mann, ich muss los. Fickt ja, euch. Warte mal, warte mal, warte mal. Wollen wir auch zum Unicorn fahren? Da ist nur Besprechung, die haben nicht offen heute. Ach so. Ist der Herr Stempler da oder was? Ja, scheinbar. Der hat, mit dem hat sie vorhin telefoniert. Aber. Ich will auf mein Handy gucken. Hättest du Leute in dein Telefon außer deine Familie? Erwischt. Ging heute irgendwas Weltbewegendes ab? Außer das, was JFK mir erzählt hat bei uns gegenüber? Nö. Wollt ihr jetzt noch hier bleiben? Sonst würde ich nach Hause fahren. Auf Pieper. Irgendwie der Tetzlaff wurde irgendwie verfolgt. Und hat dann erstmal einen Piep rausgehauen. Er wurde verfolgt? Ah, der glatzköpfige Arztmann interessiert mich nicht, langweilt mich. Bahama Mama ist so eine Scheiße. Ja, die langweilt mich auch, Mann. Ihr wollt die nackte Wahrheit? Halt's Maul, Charlie. Halt. Ja, das ist ein richtiger Nudistenclub geworden, Mann. Ich schmeiß da jetzt Pornopartys. Die machen jetzt einen auf Anaconda re-reloaded. Habe gesehen, dass man Chips in Palm hat. Was? Boah, Chips, Alter, geil. Ich fahr nach Hause. Verschwinde, Giffy. War schön, dich zu sehen. Ja, dich auch. Ja, dann verzichte ich mich auch. Ich komme, Herr Giffy. Okay. Giffke, verschwinde. Bleibst du hier, Cooper? Ja. Tschüss. Peace. Tschüss. Peace, ihr Pisser. Selber Pisser. Peace. Ich denke immer, wenn Charlie Bush auf Pieper postet, dass du das bist. Nur Charlie lesen. Ja. Der irritiert mich auch. Der irritiert dich selber, aber du weißt doch, wenn du was gepostet hast, oder nicht? Ja, aber das ist halt mein fucking Name. Ne? Ja, aber du bist den Charlotte. Ich bin dem schon Charlotte, ja genau. Wo steht denn das mit Tetzler? Hier steht so viel. Ich kämpfe auf den... Hilfe, ich werd... Was? Hat der eigentlich. Ich finde die Antworten darauf. Ich fand die Antworten darauf so gut. Hashtag Verfolgungsjahr. Hashtag One Last Peep. Social Media First. Also ich meine, er hat die Zeit gefunden, nochmal zu piepen, aber anstatt die Polizei zu rufen, dass er, wenn er verfolgt wird, das kriegt er nicht hin. Oder wenigstens seinen Leuten im Krankenhaus Bescheid zu sagen, dass er verfolgt wird. Aber der ist auch Alkoholiker, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob er Alkoholiker ist, aber er trinkt halt in der letzten Zeit echt viel, ne? Hm.
Komm, wir gehen zum Penner Park oder so. Okay. Nimm ich mit? Hast du kein Auto hier? Nö. Ja, dann musst du aber deine Jacke über den Sitz legen. Ich sehe, du hast dich schon wieder im Dreck gesuhlt. Überhaupt nicht. So stehen da nicht so viele kaputte. Warte da. Oh, ich glaube nur okay, Essen. Die hast du. Dann musst du kurz an der Garage halten. Oder guck mal rein. Ja, da sind nur Essen drin. Fahren hier einfach zu dem Markt, ich mach. Das mit den. Die Motorräder, ich hatte vorhin Kopfschmerzen. Als ich dann meine Kopfschmerztablette gefunden habe und dann wieder hier war, haben die gebrannt. Und irgendwie hat es keinen interessiert, dass die Dinger brennen. Hm. Doch, die waren ausgebrannt. Ja, ne? Jo. Wehe, du reißt die Tür ab, dann reiß ich dir deine Haare raus. Aua. Du musst mich ja deswegen nicht schubsen. Du hast du irgendwie Wasser oder sowas im Kofferraum? Was habe ich? Ja. Was? Okay, dann brauche ich mir keine kaufen. Ah, Kopfschmerzen! Ah, ey. Kopfschmerzen feels good, man. Yo. Ich hab hier irgendwo noch Kekse, Alter. Fuck, wo sind sie hin? Hol mir die. Kekse sind ja auch gut. Yo, bro, was geht ab? Alles fit bei dir, Mann? Every time we be ripping and be blowing it down, blowing you all, fucking with the hottest niggas.
Geht denn immer, Bruder, Alter. Was geht, Onstar? Grüß dich. Charlotte. Pfeife doch nicht so dumm, du Pfeife. Als Maul. Yo, Wookie. So, jetzt habe ich erstmal wieder genug Tee hinten. Ich habe bei mir im Auto, habe ich auch noch, aber war halt ohne Auto da vorne. Da sind sogar welche. Wie lange? In Auto? Nee, ich sehe keins. Das heißt, also jetzt... Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo, Charlie. Grüß dich. Hallo, Phoenix. Hallo, wer? Phoenix. Aus der Asche? Der Besitzer vom Tiki Lala. Das ist... Ja, der Glatzkopf da. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob das der mit der blauen Jeans ist oder mit der dunklen Hose. Ich weiß, ist der eine dann nicht der Wächter? Wieso tragen in letzter Zeit so viele Glatze? Ich hab keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Wir stellen uns jetzt. Und der hat ja ordentlich Bier drin, ne? Phoenix, ist das eine private Runde? Nee, könnt ihr euch dazu stellen. Stellt euch dazu, alles gut. Sehr schön. Ja, weil dann der John... Wunderschönen guten Abend, Frau Hartmann. Dann würde ich den John nämlich nochmal... Benson, wie viel Bier hast du noch? Na, ich guck eben nach. Ja, check mal bitte. Verdammt. So. Hallo. Verdammten Säufer hier. Bier. Also Bier. Ja. Ist ja wirklich nicht viel. Ja, dann pass auf, und oben mit ist ja auch nicht das durchgegangen. Dann haben wir, was meinst du, 200 Flaschen? 200 Flaschen Bier? 200? Ja, komm, ich bestell 200. Was ist mit Kettenfett? Wie ist das weggegangen? Okay, also 200 Bier und 50 Kettenfett. Es ist alles Kettenfett, klar. Also Kettenfett oder ist das irgendwie fragen. Was anderes? Kettenfett ist unsere Hausmarke. Genau, das ist Bier, Hausmarke. Ja, ich bin hier gerade in der Runde. Wir sind gerade am... Tequila müssen wir warten auf Snowball, dass der wieder da ist. Ja, wir haben Wodka ist jetzt... Wodka haben wir 100 Liter, kriegen wir von... haben jetzt ja hier Foodcraft. Das heißt, brauchen wir die Schlenz nicht mehr. Das heißt, wir brauchen die Schlenz nur noch für Whisky. Whisky haben wir noch. Wodka nehmen wir noch mit rein. Alles klar. Gut, weiß Bescheid. Dann sag ich dem Bescheid. Gut. Jesse, ich danke dir. Bis dann. Ja. Ja, 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 ja. Der Domov sich das Tequila geknallt. Ja. Stellungsschreibung. Nee, Account gebe ich dir noch. Ich muss auch da, wie gesagt, noch andere Sachen klären. Ja, Frau Hartmann. Ja, aber brauchen wir noch gefunden? Eine? Haben Sie jemanden gefunden für Ihr Hausboot? Ja, ich muss das aber bezahlen können, Jesse. Nee, leider nicht. Das ist 300 die Stunde. Hm, das ist meine Hausnummer. Willst du ein Hausboot kaufen? Ja, habe ich mir so überlegt. Mhm. Ach, Quatsch. Ist doch ganz schön entspannt, oder nicht?
dem Hausboot. Ja, stimmt. Kannst du auch schön auf dem See rumschippern, ne? Jesse. Ja, genau. Ja. Musst du aufpassen, dass du nicht festfährst. Pass auf. Wir gucken uns jetzt Samstag an, wie voll die Bude Samstag wird. Mit JC. Ja, und dann entscheiden wir das. George, du sagst doch, okay? Ich kann gar nicht fahren. Alles klar. Jesse, bist du auf dem Wasser dann besser. Mit der Männer schön, ne? Alles klar. Ja, ich hab schon gehört, Ja, so Hausboote, ne? Schöne Marktlücke. Ja, ne? Fair. Okay, ich muss den John noch rufen. Die Geschäftsidee. Feier schön, bis dann. Morgen ist dann frei. Dann mal gucken, Alex. Bahama Mamas, Leute, macht irgendwann das morgen auf. 21:30 Uhr. 20:30 Uhr. 20:30 Uhr. Unterwäscheparty. 21:30 Uhr? 20:30 Uhr. Dann treffen wir um 20:30 Uhr, Jesse. Also können wir. Nee. Bekommen ja, ich hab doch hier heute mit dem Klaus gesprochen, ist alles geklärt. Alles gut. Käthe kann das für mich aus machen. Du bitte nicht. Käthe. Das kannst du dann, du kannst das gerne dann am Samstag nachholen. Alles klar. Jesse, euch auch. Bis dann. Ciao. Unterwäscheparty. Sag mal, Charlie, telefonierst du die ganze Zeit? Nee. Du hast recht. Gerade noch. So, gerade Bestellung nochmal abliefern. Guck mal, Felix, so, hast du was von Johann gehört? Johann, der müsste eigentlich, ich hoffe, dass der morgen wiederkommt. Warte gerade, Charlie. John, 200 Flaschen Pilz. Ich bin voll faszinierend, der Domoffice hier steht hier in einem Kreis und macht voll sein und, Business. Und hier diese 100 Liter Wodka, diese 100 Flaschen. Er sich doch erstmal einen Keks drauf. Ja? Ja? Du hast eben gesagt 100 Liter. Ach, halbe Liter. Wer kommt denn auf die Idee, eine halbe Liter Wodkaflasche zu machen? Wollt ihr mich verarschen? Hey, der ist richtig gut. Das, ja. Ja, ich brauche aber. Moment. Wir haben gesagt, wir haben. Ich brauche. John. Ich brauche den Scheiß-Shit, brauche ich unten und den guten brauche ich oben. Wenn der gute oben halbe Liter ist und wir das Doppelte nehmen können, alles gut. Was ist mit unten? Da kann ich nicht mit so einem. Keine Ahnung, mit so einer Kühlschrankdose kommen. Da brauche ich schon eine Literflasche. So, ich wünsche euch dann einen schönen Abend, ne? Nee, John, so geht das. Klär das mit denen ab, dass ich unten Literflaschen brauche. Da ist nichts mit halben Liter. Die sollen das dann umfüllen. Die können sich doch Flaschen besorgen. Alter. Ich brauche unten, brauche ich 1 Liter Flaschen Wodka. Oben, okay, wenn das der bessere Shit ist, nehme ich oben einen halben Liter. Das ist, mir ist das egal, wie ihr das da klärt. Ich brauche unten 1 Liter Flaschen. Eiskalter Geschäftsmann hier. Ehrlich so, ne? Absolut. Ja, Wahnsinn, ey. Hallo. Richtig faszinierend hier. Bleib schon die ganze Zeit hier in meinem Magotchi mit. Gern. Ja, wir sprechen dann noch drüber. Ne? Gut, was ist mit dem anderen Shit? Mit dem, kann ich jetzt gerade nicht so sagen, nein. Mit dem, du weißt. Mit dem Kokain. Ja, sofort, ich nehme das sofort ab, wenn ihr das habt, aber exklusiv halt, ne? Nein, ich meine nicht den Whisky. Ja, ganz genau. Den würde ich gerne Samstag haben. Kriegt ihr das hin? Ja. 100 Flaschen von dem P. Ein Elektroauto.
Der leise Tod. Ja. Die Knete habt ihr heute bekommen, ne? Hey JC, ich dachte eben, der telefoniert mit dir. Aber der hat Jesse gesagt. Innerlich musste ich aber voll lachen für deine. Hab mir gelangt. Nee, davon 50 für oben. Ja. Und 100 von dem anderen für unten. Richtig, genau. Das ist ja, aber das ist, für oben ist das Magnum, ne? Yo, JC. Also, ja. Für unten, 100. Das hört sich halt einfach an wie so, yo, JC. Ne, mit P vorne vor. P-R-O. Na, geht ja gut los mit Tolga. Tolga, wie geht's dir, Alter? Alles Gucci? Mann, Phoenix, sag doch Prosecco. Ja. Prosecco. Den scheiß Gastronomen hier, ja. Ja, mach das. Und mit dem, wie gesagt, mit dem Wodka, ja, keine halben Literflaschen. Oben ja, unten Literflaschen. Klär das mit dem P-A-S-C-H-A ab. Ja. So, jetzt weiß ich auch, wer den Wodka macht. Alles klar, danke dir. Dann schönen Tag noch, Herr Schwarz, ne? Was für Lit... Was? Ja. Nein, ich brauche unten nicht 25, ich brauche unten 100. John, das führt hier in eine Richtung, das gefällt mir jetzt gar nicht. Klär das bitte ab, klär das mit Sören ab und dann sagst du mir Bescheid. Unten 100 und oben ist das, das ist, ne, mit den halben Orten. Da fährt jemand in das Auto. Oh. Dämlicher Motherfucker, hier steht mein Auto, willst du mich verarschen? Ah, ich sehe es nicht, warte. Das soll mal. Geht's dir gut? Fühlt es sich so an, als wäre ein Auto über mich drüber gefahren. Sah auch ein bisschen so aus. Ja, aber irgendwie... Ah. So hat geschmeckt. Jungs, Mädels, ich bin raus für heute, wa? Ja, alles klar. Ja. Ja. Jo, wir sehen uns morgen, Bernd. Jungs, Mädels. Also, muss ich bis dann, bis morgen. Ich weiß Bescheid. Ja, mich. Rein, Bernd. Gut. Ciao, ciao. Phoenix, was der Mann. Morgen um... Hast du 6000 dabei? Treffen nee, ist... Dich, ganz vergessen. Ich sag mal 19, 19.30. Tiki Lala. Alles klar. Alles klar. Zivil, ja, ne? Ja, klar. Zivil. Okay. Gudi. Party machen, soll ich, ne, noch irgendjemanden mitnehmen in Norden? Ja, ich würde dann auch mich gleich mit anschließen. Alles klar, wunderbar. Gudi, okay. Dann sag ich mal euch. Leider sind so langweilig. Ich kenn da nicht einen von. Morgen. Jo, tschüss. Bis ab euch. Ciao. Hau rein, Hank. Hau rein, Marco. Charlie. Hey, George, fährst du mit dem Hausboot durch die Gegend? Das ist, nein. Das sind hier Vereinbarungen zwischen Foodcraft und meiner Wenigkeit. Mann, wer hat also hier ein Boot? Du, ich. Ja, wir haben kein Prosecco, also von daher alles schön. Ja, ich weiß. Kannst du das richtig mit rum? 100. Extra Exklusivvertrag gemacht mit dem Foodcraft. Wenn du deine Geschäfte hier am Stadtpark. Hey, ich hab schon Werbung für euch gemacht. Hallo? Ich hab gesagt, die 90er-Party gibt's euch. Nein, Spaß hab ich nicht. Ja, hast du gut gemacht. Aber jetzt bin ich enttäuscht. Hätte gerne eins. Bist du allein oder was? Frau Hartmann habe ich auch schon nachgefragt, aber. Frau Hartmann habe ich auch schon nachgefragt. Charlie. Motherfucker, hast du heute Abend noch Zeit, um dir was anzugucken? Mach dir den Perle von meinem Kumpel Carlos an. Ja, können wir machen. Sag ihm vielen Dank für den Host. Grüßt euch alle. Peace, was geht? Können wir machen. War der auf der Jagd oder was? Das ist gut. Wann geht die Fete morgen im Iki-Lalala los? Morgen ist, nein, wir machen morgen Schicht, weil morgen hat das Bahama Mamas auf. Wir haben uns da abgesprochen. Um halb elf. Wir haben
Nee. Halb neun. Halb neun. Also wir werden morgen gar nicht aufmachen. Samstag kommen wir wieder auf. Waren Sie überhaupt schon mal bei uns? Ja. Sie. Ah. Wann war das? Sonntag. Ja. Na gut, Sonntag war nicht ganz so. Gestern hätten sie da sein sollen. Mittwoch, da war richtig was. Charlie. Gestern Abend arbeiten müssen. Ja, ich musste arbeiten. Gut, Charlie, ich habe dich bisher noch nicht in meinem Club gesehen, also von daher. Ne? Ich war wohl am Sonntag. Ich war doch bei eurer Eröffnung da. Was ist denn? Ja, warst du drin? Du mich null beachtet. Warst du drin? Also ich habe die ganze Zeit nur draußen stehen sehen. Ich stand auch ziemlich lange draußen, weil ich wirklich in Panik hatte. Da standen so viele glatzköpfige weiße Männer. Ja, brauchen Sie keine Angst haben. Das ist unser Security-Team. Alles gut. Ja, Wodka muss ja ziemlich auf Fuße sein, wenn euch einen die Haare ausfallen, ne? Mhm. Und das nicht fett worden werden. Ja, kann man so oder so sehen. Hey, aber Sonntag war nicht viel los, aber ist nicht so meine Musik, aber war in Ordnung doch. Ja, was gestern haben wir Sonntag haben wir Rock gespielt. Gestern hat man 90er Party, also da war echt gut. Also da. Also wird nicht nur Rock da im Club gespielt? Nee, wir machen immer verschiedene Themenabende. Ich dachte, also, das wäre jetzt so ein reiner Rocker. Nein. Da sind zwar immer wieder ein paar Biker da und so, aber versuchen ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, weil das. Wir haben ja hier mit den Bahama Mamas wie soll ich sagen, das ist ja auch, ich meine, der alte Koks-Schuppen da geht doch keiner mehr hingefahren. Ja, so ohne, ey. Gut, das ist Charlie, das kannst du jetzt da kommentieren. Super. So. Achso, nee, der Laden ist voll geil. Ja. Danke. Gerade noch die Kurve gekriegt. Hey, aber guck mal, morgen sind Getränke umsonst, ne? Was? Was? Ja. Für wen? Was hast du gesagt? Morgen sind Getränke bei uns umsonst. Wieso? Weil wir eine Motto-Party haben und weil das, Kommt man jetzt ohne Unterwäsche nicht rein bei euch, oder was? Also mit und, also, du, jetzt... Ohne, wenn, ja. wenn du normal gekleidet bist, darfst du Eintritt zahlen. Ja. Und wenn du in Unterwäsche kommst, hast du Eintritt frei. Aber Getränke generell umsonst. Getränke generell umsonst. Muss man sich denn vor dem Club ausziehen oder darf man das auch drin machen? Du sollst ja nicht deine Klamotten drin liegen haben und dich dann wieder anziehen, ne? Also hier umsonst rein und danach wieder Klamotten anziehen. Das funktioniert nicht. Also schöne Boxershorts an und los geht's. Er hat da so einen gewissen Fetisch. Wie nur Unterwäsche morgen? Ja, morgen. Du kannst auch normal angezogen reingehen. Man kann auch normal. Was ist denn Eintritt morgen, Charlie? Normalen Klamotten $500. Was? Aber Coop, ihr steht auf der Gästeliste. Ja, klar. Das heißt, wer steht auf der Gästeliste, heißt dann? Also für $500 Kaffee. Der Gastgeber hat gesagt, hier Cooper und Konsorten stehen auf der Gästeliste. Das heißt, das heißt dann. Eintritt. Okay, warte, ich muss telefonieren. Mal. Also die Party findet nur bei uns statt und wir haben das Ganze zwar geplant, aber der Ausrichter ist jemand anderes. Also das ist nicht unsere Party morgen. Findet nur bei uns statt. Sitten die aus? Anschein. Anschein, war klar. Wäre doch nur ein paar Vibers in Unterwäsche. Das ist ja auch okay, wenn er das... Wenn er das möchte. Und auch auf der Gästeliste jetzt? Ja, ich arbeite dran. Das wird schon. Also eigentlich ist es so, dass wenn Charlie und der Kay kommen bei uns, die haben ja immer generell Eintritt frei und Getränke frei, ja. Aber Sonntag, musste man Sonntag Eintritt zahlen? Nein, bei uns muss man keinen Eintritt zahlen, nein. Ja. Musstest du doch Sonntag da auch nicht, oder? Hey, Levi. Wie hoch seid ihr noch mit Bannies?
Wir sind im Pennerpark. Nee, wir auch nicht. Boah, wieso gammelt ihr immer? Oh, ich hasse diesen Pennerpark, ne? Ja gut, ich komm gleich. Wir müssen ein bisschen quatschen. Wir müssen quatschen. Wir müssen schnacken. Ich will aber nicht mit dir schnacken. Boah, und dann schnack ich halt mit den Charlie. Wirklich. Hat er einfach so aufgelegt, weiß gar nicht warum. Wie dir einfach aufgelegt? Du hast gesagt, du willst nicht mit ihr reden und legt sie einfach auf, oder wie? Ja. Okay. Text mir ein. Ne? Benson, was war das denn? Gammeln die Penner vom Holz hier eigentlich immer noch ab? Hm? Ja. Moin, moin. Waren vorhin. Moin. Ich bin einer vom Holz. Ich bin einer vom Holz. Ist auch Meister? Ja. Steven und. Von Ben. Ob Bons? Phil. Ja, der Phil. Bin. Naja, kann ich machen. Aber den habe ich die letzten Tage echt gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Baby, erzähl jetzt. Was? Lass mich doch erstmal mein Fahrrad abschließen. Ins Claudio pennen und das wieder. Wo ist der Rest der Truppe? Warte, ist nur da. Die anderen sind schon weg, oder wie? Naja. Wir lassen mal auf die Seite gehen. Ist er frei oder steht da ein Auto? Da steht ein Auto. Das nicht. Hä? Das nicht. Musst du in der Garage einpacken. Was Na, denn? Das ist doch der Peter Ernst da, der will doch das Unicorn aufmachen. Im weißen Anzug. Ich dachte, der heißt Stempel. Was? Der heißt Stempel. What the fuck? Warte, ich ruf den jetzt an. Scheiß drauf, wie der heißt. Aber ich ruf den jetzt an. Frag ihn, wie sein Name ist. Warte, Kup, der hat sich voll in die Hosen gemacht, weil der das Unicorn. Nein, weil der das Unicorn aufmachen will und der meinte so, er muss mit. Oh, Kopfschmerzen. Weißt du, worauf du hinaus willst? Wieso kriegst du denn Kopfschmerzen? Jetzt will ich mit dir schnacken. Tolga seinen Namen? Was? Ist der eben nicht noch Tolga 05 oder 06 oder so, Alter? Was passiert hier? Nee, der liefert die dann aus. Ja, mit der Limousine. Achso. Boah, Hartmann, denken Sie drüber nach. Das, puh. Dass das Geschäft, ja, dafür müsste ja erstmal Haus, dafür müsste man ja erstmal Hausboote irgendwo beziehen können, ne? Hm. Geht ja aktuell nicht. Also das Business würde laufen. Ja, kein Bootverkauf. Sobald es aber welche gibt, werde ich drüber nachdenken. Können Sie sich auch direkt bei mir melden. Mach ich. Aha. Stellst du dich schon mal an? Hm? Dann noch ein Jahr, Junge. Hm. Ah, denn Tolga greift halt zur Zielgruppe noch an. Er grindet noch im Knuddels jeden Tag. Oh, wo ist denn? Ach ja, Schmerzen. Da war ja was. Jetzt sehe ich das Auto. Hallo? Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that's the Reven-Pfeife.
Aber finde ich gut, dass du wie mein Hündchen kommst, wenn ich pfeife. Das habe ich jetzt überhört. Sitz! Sitz! Mach Sitz! Rutsch mir den Buckel runter! Mach Sitz jetzt! Los! Ja, böse Charlie, krieg kein Leckerli von mir. Was? Leckerlis? Ja. Also Kekse? Ich hab eben gepfiffen und die Charlie ist gekommen. Wie ein Dogo. Da hab ich gesagt, mach Sitz. Oh, den armen Charlie. Was denn? Ah, schon okay, der war gut. Hey, wo ist der Peter Ernst jetzt hin? Hast du den verschreckt? Ah, ich hab den... alleine rein. Nee, wie heißt der denn jetzt? Heißt der nicht Peter? Keine Ahnung, weiß es nicht. Na, vielleicht hat er mir auch irgendeinen Scheiß erzählt. Mir wurde gesagt, der heißt Stempel. Stempel nur mit B oder so. Whatever. Geil. Ja, geil. Na, auf jeden Fall will er das Vanilla Unicorn aufmachen und er hat sich gerade bei mir voll eingepisst, weil das ja bei euch in der da hinten Grove Street und so, und hat er gemeint, er muss mit euch quatschen, weil nicht das ja den dann verkloppt und so. Keine Ahnung, hat sich in die Hosen gepisst. Hab ich gesagt, ja, sag euch Bescheid, ihr solltet mit dem quatschen. Der soll sich nicht so ins Hemd machen, was zur Hölle. Ja, ich hab gesagt, ihr seid cool. Tobi, vielen Dank, dass du den Tolga 0007 Agent. Keine Ahnung, was wollt ihr machen? Wollt ihr Schutzgeld von dem verlangen? Super. Ja. Ja. Mit dem Reden auf jeden Fall. Ja, wann soll der Laden überhaupt aufmachen, Devi? Na, der baut den jetzt gerade langsam auf. Er hat gemeint, in 1-2 Wochen soll es losgehen, aber solange er mit euch nicht gequatscht hat, will der überhaupt nichts machen. So arg macht er sich in seine fucking Hose. Ist aber gut. Der hat das richtig gut. Der hat richtig Schiss vor euch. Wir wollen auf jeden Fall mal vorstellen bei dem, sagen, was so abgeht, Business. Ja, und jetzt pass auf, was er machen will, was ich ihm vorgeschlagen habe. Naja, wir haben ja so ein bisschen Monopol auf Marihuana, würde ich jetzt sagen. Ja, schon so ein bisschen. Na, und ich habe mir überlegt, ich verticke das im Vanilla Unicorn. Hinter der Theke, nicht hinter der Theke, ich mache Private Dance und dann frage ich die Leute, die den guten Stoff haben wollen. Deswegen habe ich auch gefragt. Willst du ja, doch tanzen? Nein, ich mache keinen Dance, Alter, ich verticke da den, hören Sie mir aber zu? Ja. Hallo, tut mir leid. Tanzen? Private? Was? Ja, was? Ich wackel da mit meinem Popo ein bisschen und dann verkaufe ich Fett Marihuana und dann werde ich reich. Fick dich. Nein, ist gut. Finde ich gut. Aber du musst ja, halt deswegen aufpassen. Du kannst es halt nicht an jeden dahergelaufenen Penner verkaufen, ne? Nee, bist du irre? Ich muss mir die ganzen Gesichter merken. Ich habe ja die ganzen Namen von den Cops, aber nicht die Kackgesichter. Na, muss ich auf Pieper gucken. Ne? Verkaufst da irgendeinen Vollidioten was, der ruft direkt die Cops an. Nein, Mann. Und wenn... Na, das Beste ist, weißt du, was die machen? Die Frauen wollen da mit Masken tanzen, weil die Angst haben, dass die ihren Ruf verlieren. What the fuck? Das ist der perfekte Job. Ich kann offiziell mit Maske da rumhüpfen. Und die geben der Peter Ernst Stempel, darf meinen Namen nicht rausgeben. Ja, so besser geht's doch nicht, oder? Mit Maske? Ja, dann spielst du da halt kleine Katze oder weiß was ich, was die machen wollen, Alter. Ein bisschen den das Cosplay. Das ist ja voll den Katzenjagd. Roleplay. Ja. Das ist ja voll Roleplay dann, Alter. Ja, das wird richtig gut. So, selbst wenn ich das an irgendeinen Trottel verkaufe, der mir was anhängen will, der kann mir gar nichts. Hört sich gut an. Sollte Sunshine eigentlich gefragt, damals, als ihr in dem... wie heißt die scheiß Bar? Tequila-La gearbeitet hat, hab ich auch immer gesagt, der soll da was verkaufen. Aber der hatte immer Angst. Ja, der hat super Schiss. Du weißt nicht, wie Schiss der hat, ne? Hat sich so ins Hemd gemacht, hab ich gesagt, schön mal. Und das wird richtig gut. Dann hat er mir direkt hinter euer Ausgang gezeigt, da musst du dann wegrennen. Wenn die Polizei eine Razzia macht, hab ich mir nur so gedacht, what the fuck. Der hat so Schiss. Unglaublich. Das hat er sich ein bisschen egal, weiter. Ja. Naja, egal. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, so was noch auf der Insel gehen. Was für Drogen und so. Nur Meth, halt. André. Ohne Witz, das ist nicht gut. Widerlich ist. Weiß nicht, ach, ob weiß wir hier nicht welche haben, die das konsumieren. Ja, ich glaube, Meth ist ein bisschen hardcore, ne?
Ich glaube, das machen nur die krassen Nasen. Würde ich mir nicht unbedingt gönnen. Ja, aber was meinst du mit dem Monopol aufs Marihuana? Ist das doch richtig gut, oder? Du kannst ja auch irgendwie ein paar Muffins backen. Und ja, die guten Brownies. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Vielleicht kann man sich dann da einigen, dass wir das Marihuana von euch holen. Praktisch von der Groove und dann, dass wir da dann den Profit irgendwie, keine Ahnung, Alter. Bei $100 das Gramm, what the fuck? Das wären so hohe Summen, kann sie dann, keine Ahnung, Alter, 50. Komm mal, kommt halt drauf an, ja, wie viele dann halt. Ich sag ja, du kannst das halt nicht an jeden verkaufen. Wir haben natürlich das ja eine nicht. Zeit lang auch mal hier vertrieben und hat 2 Tage gedauert, bis da irgendwie zig Leute bei den Cops angerufen haben und gesagt, ja, hier werden Drogen verkauft und so. Laufen viele Snitches hier rum. Ja, das ist gefährlich, aber dadurch, dass ich halt... Was willst du machen? Ich habe eine Maske auf. Ich tanze da nur ein bisschen. Frag, ob die Leute den guten Stoff haben wollen. Wenn nicht, dann nicht. Ja, das wird schon irgendwie lustig. Kriegst du schon hin. Der mit dem weißen Anzug, da ist es. Ja. Der ist Ernst? Weiß nicht, der hat sich bei mir Peter Ernst vorgestellt. Ist der auch so voll ernst zu dir gewesen? Nein, der ist eigentlich schon gechillt. Also, es geht um den Premium-Wodka, den wir haben. Ja. Und falls ihr euch wundert, wie ich auf den Text gekommen bin, ich habe den halt gestern Abend noch getestet und dann ein bisschen viel dazu geschrieben. Also, ein frischer und reiner Geruch durchzieht den Wodka. Dabei sehr weich, sehr leicht, mild und fast charakterlos gleitet er durch den Mund. Im zweiten Anlauf schmeckt er ein wenig nach Milch oder Sahne und fast ein wenig cremig. Das klingt so verdammt falsch. Holy shit. Es gleitet und dann haben wir noch Sahne. Oh. Ja. Und Creme. Oh. Was läuft denn falsch bei euch? Boah, Charlian, was du wieder denkst. Das ist das, was er mir vorliest. Was war das mit dem Charakter los? Alter, Charlie. Was denn? Der charakterlose Luda-Wodka, ja? Weiter, ja. Hm? Wow. Ja, ich möchte noch nicht die Beschreibung hören für den Prosecco und den Shampoos. Das kann ja nur noch schlimmer werden. Der so schön hat geprickelt in meinem Bauchnabel. Ja, genau. Richtig Show. Oh ja. Ganz genau. Ja, da habe ich, also hier den Prosecco, der exklusiv für die von der Tequila-Laba ist, der ist, Moment, was haben wir da? Bauchschmerzen. Am Gaumen trocken, frisch und schmackhaft, im Nachgang fruchtig und harmonisch. Ja, schön. Schön. Oh, schön. Muss ich das nicht reimen? Nein, nein, das geht einfach nur in der Produktbeschreibung. Ja, aber wieso hat das andere sich gereimt? Was, das hat sich gereimt? Hat es? Kannst du es nochmal vorlesen? Nee, danke. Warum nicht? Ihr macht euch über mich lustig. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich schon mit deinem Würstchen-Slogan gemacht, also haut raus. Das stimmt, aber war richtig gut, der Würstchen. Gestern noch geritten, ach, heute nicht. Mit Fritten. Das ist auch noch in der Mache. Oh, habt ihr Pferde? Reicht mir mein Trommelfell mit ihrem. Es wird schon öfter schon gefordert, allein wegen dem Slogan. Pferdefleisch? Nee. Ich habe mir in die Hose ordiniert. Ja, boah, ich weiß nicht, wer das ist, ey. Da kann auch. Nein, ah, ist halt Geschmackssache, ne? Er kann auch eine Kuh essen, ne? Ja, nee, aber ganz ehrlich, wer Pferdefleisch isst, der kann auch. Ah, egal. Eine Kuh essen, ne? Nein! Mann, so ein argentinisches. Ah, da kommst du nicht mehr raus. Da kommst du nicht mehr argentinisches raus. Argentinisches Pony? Ja, genau. Pony. Hoppe, hoppe, Reiter. Hier, da ist er schon wieder. Aber. Machen wir lieber. Moin, Falco. Nee, du bist gar nicht Falco. Nee, stimmt schon. Ich bin der Fiener. Verwechselt. Ja. Hab ich Hunger. Du wolltest für Falco die Knete abgeben, ja, wahrscheinlich. Kann man nichts machen. Nee, ich wollte Frage nochmal fix Bescheid sagen. Weil... Oh mein Gott, jetzt sterb ich. Ja. Oh, mein Ohr piept, Alter. Wollte ich sagen, dass ich dann kurz danach dann gleich rumkommen will. Alter! Wie hat da reingeschallert, ey? Junge! Ich wollte dazustellen, komm ruhig mit in die Runde. Na. Ja, ich wollte das jetzt schon mal ein bisschen anfangen, damit ich da gleich fertig hab, dann weißt du? Ja, mach das. Alles gut. Alles klar.
Und wenn wir wieder auf den Weg machen mit meinem treuen Gefährt hier. Ist der Jason da? Ich versuche den auch schon die ganze Zeit anzurufen, ne? Naja. Also Nummer hast du, ne? Nummer habe ich von ihm, ja. Vielleicht kommt er später. Das ist eigentlich falsch, den wird er dann später mit einer Banane abholen. Schon mal raufbold, irgendwie du schreist gerade. Nee, der geht nicht rein. Ich glaube, der kommt erst später. Bisschen. Einfach mal entspannen, ein bisschen, ne? Jo, mach ich, alles klar. Gut. Okay, mein Lieber, dann, na, viel Spaß auf der Arbeit. Mach ich. Wir sehen uns. Bis dann. Alle Zwillinge hier, die Glatzen, ey, ohne Witz. Ja, Samstag bei uns 50er Jahre Party. Wo wir jetzt hier mal so eine Runde stehen, ne? Nur mal so nebenbei. Ich Charlie, das ist doch. Ich muss ja gar nicht mehr umziehen. Ich wollte gerade sagen, einer ist schon umgezogen. Schnauze. Wie schlau? Was? Warum? Was ist denn jetzt los? Charlie? Hm? Was denn? Ich erwarte Petticoat, ne? An dir? Sieht bestimmt gut aus. Na, das habe ich schon. Die haben mich nicht gehört, weil ich hier hinten geflüstert habe und sie haben einfach nur Charlie ihr Schnauze gehört und jetzt denken die sich so, hä? Was? Du kannst jetzt auch ein bisschen Werbung machen für deinen Club, Ernst. Nee, ist ja noch nichts offen, ich kann auch keine Werbung machen. Ach, kannst du schon mal ein bisschen. Wie, was für ein Club denn? Ja, der hat Hallo. Das Unicorn. Hey, der hat den Bumschuppen. Ja, ja. Ganz ja, sind wir ja quasi Nachbarn, Alter. Wer hat das gesagt? Ja, aber jetzt mal ehrlich. Bumschuppen? Was denn? Nee, oder? Nee, wer hatte ich? Das ist das Image halt, ne? Das müssen wir irgendwie rauskriegen aus dem Scheißladen. Ja, das Triplokal ist es trotzdem, oder? Nachbarn, Kuba, kommst du da aus der Gegend oder was? Was du eben sagtest da, ist das? Was denn ich? Nachbarn? Was? Also so grob bei mir in der Nähe, würde ich sagen. Ja, es könnte abends mal ab und zu lauter werden, ne? Also, tut mir leid. Problem. Lassives Gestöhne. Aber nur, wenn der Wodka vorher geflossen ist. Eieiei. Ich hoffe, der Schuppen hat dann auch öfters geöffnet und nicht nur so einmal die Woche oder so, ne? Ja, ganz vergessen, ich habe die Separé aber schon gemietet für 3 Tage. Muss ich jeden anstellen. Ja, wir müssen uns ja mit den anderen Clubs auch ein bisschen absprechen, wir wollen da nicht gegenschießen. Soll jeder was vom Kuchen abkriegen, aber es ist geplant, öfter aufzumachen, ja. Ja, dienstags und donnerstags ist ja noch frei. Geil, da kann ich ja immer hinlaufen, Revi, Mann. Was mit Montag? Ja. Montag ist Ruhetag. Ja, genau. Ja, und wann soll die Eröffnung sein? Ja, und 1 bis 2 Wochen, wir müssen mal schauen. Oh, ist noch alles. So, denn noch so lange? Da muss alles gut durchorganisiert sein. Wir brauchen noch ein paar Tänzer. Tänzerinnen, ich verbessere mich. Tänzer gibt's genug irgendwie. Oh mein Gott. Ja, yeah. Ich habe massig Bewerbungen von Tänzern bekommen, aber nicht von Tänzern. Ja, die Männer scheinen sehr gefreudig zu sein. Also, ich habe ja 3 Tänzerinnen. Nur mal so. Entschuldigung. Ja gut, aber Phoenix, das ist, glaube ich, was anderes. Yeah. Kopfschmerzen? Jo. Oh. Okay. Platz, ja! Ich hasse immer diese geschlossenen Kreise, da komme ich mir so vor wie im Kindergarten. Wem gehört denn da das pinke BMX? Was? Was für eine Farbe hat das? Das Pink. Da. Pink. Das ist rosa. Oder das rosa. Ist Lachs. Lachsfarben. Was ist das? Das nennt sich Lachs. Das ist alles aber nicht Lachs. Das ist Lachs. Das ist nicht Lachs. Das ist Lachs. Nein, das ist kein Lachs. Das ist Lachs. Das ist rosa. Und jetzt das ist Lachs rosa, Lachs den Lackierer bei Benny. Lachs das ist viel Lachs. Fleischiger. Was ist Lachs? Lachs hat mehr Fleisch. Na, da kannst du alle Lackierer beim Benny. Oh, geil, Fleisch. Und Lachs schwimmt. Geil. Also, das ist ja mal. Ich habe jetzt auch Bock auf roten Lachs. Ist das dein Fahrrad? Ja. Ist trotzdem cool.
Ach, warte mal, du hast aber eine Arbeit. Ist trotzdem cool, ja. Klar, Rosa hast du mich Farbe. Schon wieder vergessen. Cool. Hey. Ja, du warst ja, schlecht drauf Frau, an dem Tag, glaube ich. Na, ein bisschen. Du warst ein bisschen wortkarg. Wait night! Nee, ich bin immer so, ich rede nicht so viel. Echt? Hm. Gut. Aber... schönes Fahrrad. Aber es ist nicht Lachs. Es ist rosa. Wer hat dir das denn gemacht da? Diese, ach so, die. Ja, Rani. Aber. Das ist Lachsrosa. Können Sie die Lackierer okay, fragen? Okay, ja gut, ich glaub's dir. Ist Lachsrosa. Einigen wir uns drauf. Lachsrosa kann ich mit leben. Also, Das daneben ist meine. Da. Das Fahrrad, ja. Ja. Da habe ich aber auch... Ich? Nee. Ich bin Tiki Lala. Ich fahre nur gern Motorrad. Nee. Das ist, da habe ich aber lange für gebraucht. Ich hatte das ganze Ding erst in Hochglanz. Ja. So sah das aber nicht aus. Im Matt sein. Das ist schon schick. So. Ja. Felix? Ja. Ja, bitte, Finn. Darf ich mich mal draufsetzen? Nee, kannst vergessen. Okay. Willst du mit meinem BMX fahren? Nee, danke. Oh. Du musst schon finden, du brauchst erstmal ein eigenes Bike, ne? Das weißt du. Ach, schon wieder eins. Tada. Wieso schon wieder? Ja. Ja, ich bin heute schon, schon fleißig gewesen. Ja, ja. Naja, ne? Von nichts kommt nichts. Mhm. Genau. Hast du denn schon ordentlich was ausliefern können? Ja, ja. Ich habe auch nach dem Pizzaliefern noch Pakete gemacht. Sollte vielleicht jetzt bald mal noch also was anderes machen können. Also, auf jeden Fall. Ja, würde mich auch verwehren. Lilly war dein Name, oder? Ja, genau. Okay. Wenn ich das mal so machen darf. Was? Alex, hat er gesagt Red Witch? Nein, die heißt Red Witch, wenn sie nicht anspringt, Red Witch. Was Vernünftiges machen? Was? Alle sind am Rumschreien, Alter. Ich höre gar nichts mehr. Alter, richtig übel. Nee. Was? Ach, da kannst du aber so schon viel machen an der Karte. Nein! Wieso? Hättest du denn Lust, das auszuprobieren? Weiß nicht, ob das ja. so ist. Ja, die Ausnahme, dass ich abends noch so unterwegs bin. Alter, wo kommen die ganzen Frauen weg? Wenn das mehr abends ist, dann passt das eher nicht. Weiß nicht. Überfordert, ne? So viele Frauen auf einem Haufen. Das ist ja ekelhaft. Oh, warte mal, ist das da? Und an Wochenende? Ist das Frau Josie? Du bist ekelhaft, Cooper. Nee, das ist weiter. Das ist nicht Frau Josie. Das ist nicht Frau Josie. Frau Josie? Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht Frau Josie. Hey, Doris, da bist du ja wieder. Nee, ich bin nicht Frau Josie. Ich bin Lily Greengrass. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit, Frau Josie. Ich bin nicht Frau Josie. Wer bist du denn? Doris, wo warst du die ganze Zeit? Wie heißt du? Lily Greengrass. Okay, Doris. Ich glaube, daneben ist auch vorbei. Gut, sagt er. Lily Greengrass? Greengrass. Wie das grüne Gras? Wie grüne Gras, genau. Brauchst du noch einen Job? Brauchst du noch einen Job? Ja, ne? Ich bin gerade mal seit heute hier in Las Santas. Ja, komm mal kurz einmal mit mir. Ich bin hier der Besitzer vom Tiki Lala. Ich bin eine große Nummer in der Stadt. Komm mal mit, bitte. Hat man nie von dem gehört. Das ist der Lava Charlie. Das sucht eigentlich keinen. Ja, nee, komm mal ruhig. Lass mal kurz mal reden. Wie gesagt, Nein, was? Arbeite bei denen im Weißen. Felix, ganz ruhig. Ich muss ruhig mal mit der Felix. Hallo. Du musst keine Angst haben, da vorne ist es. Alter, Weiber, Ruhe. Ich bin vergeben, das ist meine Frau. Komm mal hier mit mir an die Seite. Ja, okay. Das ist eine süße Maus, ey. Wie ist jetzt? Grünes Gras. Ich brauche was zum Kiffen, Alter. Boah, guck mal. Lass jetzt fahren. Lilly. Ja, lass fahren. Warum sagst du das nicht einfach? Hat sie doch. Ey, ich war 9 Jahre im Knast. Okay, hab ich nicht verstanden. Bin ich wieder ein Wunder. Ja gut, bei Lilly ist einfach. Ich hab die heute schon ein paar Mal getroffen. Irgendwie ist sie mir dauernd vor die Füße gefahren. No.
Aber hoffentlich nicht so wie gestern der Typ. Nein, mit genug Abstand. Das ist deiner vorne, die Benji? Aber gerade als ich anfangen wollte, eine Gesellentour zu fahren, ist sie zufälligerweise beim Holz auf dem Hof gefahren. Hm. Hallo, Cooper, hallo. Auch was zum Rauchen. Komm jetzt, was? Das ist Jason. Hallo. Jason? Nähflöckchen! Hat er wieder aufgelegt? Nee, der ist nicht da. Ach, du hast ihn angerufen. Nee, der ist nicht da. Der Penne. Ja, der hat aber, glaube ich, gestern gearbeitet, ne? Der Typ arbeitet irre, Alter. Jeden Tag, the fuck. Kann auch mal ein bisschen chillen. Ja, der kommt bestimmt nach 12. Ah, das gute Zeug fahren. Ja. Ja, ich lade mir gerade eine Tierdoku drüber, deswegen Kippen, ein paar Frame-Rubs. Ich glaube im Auto, was? Im Raus. Warum bei dir vorne? Hä? Ich hab doch nur aufgeschlossen. Guck rein. Ach so. Dran. Hey, was machst du denn jetzt hinterm Auto, Revi? Ich weiß nicht, wo ist der Kofferraum? Bin ich doof? Hast du überhaupt einen Kofferraum? Ey, guck mal hinterm Sitz. Hinterm Sitz? Ja. Werden. Ich brauche den Gutstoff. Meister. Bist halt... Alter, ich war so lange im Bau und du hast nicht einmal gearbeitet, habe ich gehört, ne? Fuck man, ich bin echt faul, ne? Ich will so viel Kohle machen. Ich hatte keine Lust. Du musst mal überlegen, du wärst den einzigen weiblichen Dealerin, die hier gute Zeug verticken. Ja, das wird noch. Das kriegen wir hin. Ich werde Meister. Jetzt, morgen. Übermorgen. Wo ist denn Shorty? Der soll mit mir Unreines fahren. Ich will das nicht alleine machen. Ja, Shorty ist irgendwie ein fauler Penner, weiß ich nicht. Na, der soll mal aufstehen. Der ist halt immer nachmittags da oder so ein Fährteebeutel, weil der. Was, der irre? Kleiner Junge ist. Ja, der braucht noch 20 Jahre, bis der Meister wird. Mann. Ah, jetzt quatscht die Charlie den Lily Greengrass an. Die will auch tanzen, hat er ihm gesagt. Was, tanzen? Was? Ach so. Ja, ich hab da nicht hingeguckt. Ich dachte, Charlie labert mit dem Anzug. Nee. Guck mal, der Kreis hat sich voll verteilt. Wo stellen wir uns jetzt dazu? Holy fuck. Hast du noch was zu bereden? Öfter. Nö. Dürfen wir nicht starten. Aber dann steig mal in mein Auto, bitte. Der hat so eine Handtasche in der Hand und ist Splitterfaser nackt. Warte mal. Alles gut, George. Alles gut. Sieht die geil aus. Ja. Ist das nicht Bruder und Schwester? Hat der Typ der eben gesagt? Revi, die sieht geil aus. Ja genau, doch, da habe ich danach dann gearbeitet auch. Bei Pakete bin ich auch schon ein paar gefahren heute. Und jetzt will ich halt mal schauen, ob es noch was anderes gibt, so Neues ausprobieren. Auf Dauers Pakete fahren nicht so angenehm. Ich glaube, Santos braucht gute Reporter. Nicht einfach das schreiben, was man ihnen vordigiert. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Hallo, diese Frame Drops, sollen aufhören, bitte.
haben wir denn noch so? Hallo? Greengrass, weißt du, wo du arbeiten müsstest? Du müsstest Kräuter arbeiten. Beim Kräuter? Ja, wegen dem Namen. Kräuterhandel. Ja, da ist der Name Programm. Ich bitte dich. Gili heißt Greengrass. Grass? Ja. Ja. Und dann erzähl mir mal, sie sollen nicht bei Toni arbeiten. Waren deine Eltern Hippies? Nee, obwohl ich auch noch Lilly mit Vorname heiße. Das ist, glaube ich, von der Blume Lilie, ne? Also. Du bist ein Hippie-Kind, so. Keine Ahnung, ich habe meine Eltern nie gefragt. Kann ich jetzt leider auch nicht mehr. Vielleicht auch etwas, was du von deinen Eltern vielleicht nicht wissen möchtest. Ich glaube auch. Die freie Liebe damals. Die braucht man nicht. Dinge im Leben, die braucht man nicht unbedingt wissen. Das stimmt. Ja. Was hast du denn gedacht? Was willst du denn machen hier in Los Santos? Ehrlich gesagt, mir keine großen Gedanken vorher gemacht. Bin schauen, alles auf mich zukommen lassen. Es findet sich ja immer eine Gelegenheit. So war es bis jetzt immer, überall wo ich war. Wenn man am Ende halt nur Paket oder Pizza ausliefert. Hauptsache, man kriegt ein bisschen Geld. Stimmt. Morgen Abend hat das Bahama Mamas offen, aber wenn du sagst, du bist kein Nachtschwärmer, wir machen morgen relativ früh sogar auf. Also ab halb neun morgen ist Party bei uns in Bahama Mamas. Ich muss mal schauen, auch wegen Jetlag und so. Und diese Klimaanlagen in Flugzeugen sind ja auch immer so ein bisschen eine Qual. Ich habe mich ein kleines bisschen verschnupft. Der Hub, der Hurenbock denn einfach rum. Also ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Aber diese Klimaanlagen, man kennt's ja. Flugzeugen, das ist so. Oh. Und dann im T-Shirt hier rumlaufen im ersten, weil ich meine Jacke vergessen hatte im Flugzeug. Ja. Oh, da kam doch bestimmt direkt ein netter Kerl und meinte, hey, soll ich dir nicht eine Jacke kaufen oder willst du meine haben? Nee. Ich habe mir meine selber gekauft. Also ich habe heute noch nicht viele Leute getroffen. Für 800. Tja. Das ist genau das, was man braucht am ersten Tag. Du, es gibt so Typen, die das machen. Und dann kriegen sie das Mädel nicht mehr los. Oh Mann. Bin ich käuflich. Sehr gute Einstellung. Jeder ist käuflich. Sehr, sehr gute Einstellung. Na, ich wollte gerade sagen, das sagst du jetzt noch. Das ist nur eine Frage des Preises. Mm. Ja, aber der kann nicht hoch sein, glaube ich. Hier immer so viel abends los am Park hier eigentlich? In der letzten Zeit war hier eigentlich weniger los, aber jetzt heute Abend, ja, ist ein bisschen was los. Normalerweise, du musst, wenn du abends irgendwie unterwegs bist, musst du gucken, wo der Foodkraftwagen ist. Ach stimmt, das habe ich auf Keeper gelesen gehabt. Das war irgendwie bei genau. Bennys? Bei Bennys, genau. Okay. So, keine Ahnung, wo das ist. Wenn der irgendwo, gar nicht so weit weg von hier, okay. Wenn der irgendwo unterwegs ist, dann kannst du da hingehen, da triffst du ständig Leute. Das ist irgendwie so ein Hotspot. Hallo, wieso habe ich denn so Framedrop? Weil alle irgendwie Hunger haben. Ja, die Burger sind halt gut. Das stimmt. Mein Bacon-Burger war halt echt lecker. Oh, das klingt auch schon so gut. Riecht glatt Hunger. Mr. Double. Wie hat er gesagt? Der Double Big Bacon. Der war, hat wieder der so war viel gefressen, gut. Charlie. Nein, ich habe nur einen Burger gegessen. Oh, jetzt lass doch mal den Charlie in Ruhe. Ey, komm mal runter. Die zwei gegessen hätte, Charlie das doch ruhig. Also. Charlie ist mein Brudi. Brudis reden nur mal so miteinander. Ja, er hat auch doofe Ohren, also von daher ist es in Ordnung. Was? Hauptsache habe ich keine Elfenohren. Wie der Krack. Stimmt. Elfenohren. Frag nicht, das muss man gesehen haben. Okay. Weißt du schon, wo du pennst? Ach, in irgendeinem der Hotels. Hier gibt's ein paar. Ja, hier gerade schräg gegenüber, da hinten. Mit dem vielen blauen Licht ja. Da ist eins. Und da hinten bei dem Pitliefer-Service am Eck ist auch eins. Ja, dann, da wird sich dann schon, denke ich mal, noch ein Bettchen finden lassen für mich. Mit Sicherheit. Nimm nur falls auch die Couch. Im Eingangsbereich da, die haben meistens so Sitzgelegenheiten. Hauptsache schlafen. Wir haben bei uns eine Brücke, da unten steht auch ein Sofa drunter. So eine
Ja, okay, so auf dem Sofa möchte ich auch nicht schlafen. Achso, ja, weil du sagst, das Couch ist in Ordnung. Also dann bitte schon drinnen und beheizt, das wäre schon ganz angenehm. Den es ist immer noch Winter, runter. Auch wenn du mit den Hosen rumrennst. Da gibt's ja genug Leute, die das machen. Stimmt. Hat man in Deutschland ja auch immer ganz viel gesehen. Kurze Hose und T-Shirt, das war so früher auf der Berufsschule, auf der ich war, Standard. Im Winter? Im Winter, ja. Ja, kann man machen, ist aber scheiße. Muss man aber nicht. Da wurde einem beim Hingucken ganz kalt. Arbeitest du jetzt? Green? Momentan? Nein, nix wirklich. Also, jetzt habe ich das letzte, was ich gemacht habe, war Pakete ausliefern. Ich dann Kopfschmerzen hatte und mein Wagen weg war und ich glaube auf dem Highway. Ja, das, die sind da, die Paketlieferer, die sind da echt pisser, was das angeht. Genauso auch Amanda. Ich muss nur einmal kurz hier Kopfschmerzen hätte irgendwo besorgen oder so und dann ruckzuck sammeln die Fahrzeuge ein und du stehst dann einfach da. Das ist der total egal. Du musst auf den Motherfucker einfach gehalten, ne? Tablette nehmen, aber weg war er. Du musst dem Motherfucker einfach jedes Mal sagen, wenn er dich zu den Rednecks nach oben in den Norden schickt, dass du den Scheiß nicht machst und er das selber machen soll, dass er dich hier in die Stadt schickt. Das stimmt. Ja, das ist vielleicht auch eine Überlegung. Ich würde vorher auch nur in der Stadt fahren Berg, und... Weil er dich irgendwie, wenn du den Berg hochfährst, irgendwie nach rechts schicken will, sagst du, fährst wieder zurück, gibst das Auto ab und holst dir ein neues. Oder den Scheiß selber machen. Ich wollte mich jetzt mal sowieso dann umschauen, was es noch sonst so gibt für Jobs. Ich glaube, auf Dauer habe ich da auch keine Lust drauf. Zwischendurch ist das ganz angenehm. Hm? Dienst halt nichts, ne? Ja, das ist es ja eben. Aber man braucht ja irgendwie, ich habe mich schon unterhalten, aber man braucht ja irgendwie für die Lizenz irgendwie $1000. Das ist mehr so eine Gebühr, dass du die Autos nutzen darfst. Ja, also. Für deine eigenen Fahrzeuge. Genau, also da bin ich halt am Stand gewesen. Ich hatte das heute auch, das war ganz komisch. Ich war bei dem Pizza-Stand, bin ich ja gefahren. Da stand immer einer und der hat dann einen erstmal angequatscht, so, ja, ich leide die 1000. Kannst du mir dann zurückzahlen in einer Woche mit 1900? Ihr wollt dir den Kredit geben? Ja, ja, aber ich dachte mir so, die Kondition. Hat er dir gesagt, wie er heißt? Nee. War der etwas älter? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Könnte, ja. Hat er asiatische Herkunft, oder? Er hat auf jeden Fall einen Akzent, aber asiatisch weiß ich jetzt nicht. Ich hab mir den auch nicht so genau angeguckt. Ich war von meinem Roller gestiegen. Ich hab mir das angehört und bin weggefahren. Ich glaube, ich gehe da morgen mal hin und hol mir einen Roller. Mal gucken, ob mich auch anhaut. Ich glaube, alle angequatscht, die heute irgendwie dahin gekommen sind. Überleg mal, der verlangt 90% Zinsen. Was ist denn mit ihm nicht richtig? In der Woche voll, Digga. So, denkst du, okay. Kannst du den Akzent nachmachen? Nee, gar nicht. Das klingt nach Pasha. Habe ich mir auch was gedacht. Mhm. Hat er irgendwie ein schwarzes Auto? Ich weiß auch nicht, was für ein Auto. Mädels, man sieht sich bei Fettoni später. Ich fahr schon mal. Gehst du arbeiten? Klar. Ey, ja, guck mal mit deinen vercrackten Augen auf die Uhr. Ja. Deswegen fahre ich jetzt schon mal hoch. Was mit meinem Bike brauche ich eh. Ich kann dich auch um 12 hochfahren. Mein Auto steht da vorne in der Garage. Nee, ich will nicht hier im Park stehen. Oh, Mann. Ey. Du abgehoben für den Pennerpark. Ich hab eigentlich die Idee. Hast du Bock auf ein Mini? Lilly. Was? Ich fühlte mich gerade nicht angeschaut. Damit meinte sie nicht meinen Pips, ja? Hast du Bock auf einen Mini Cooper? Einen giftgrünen Mini Cooper? Nicht so wirklich. Keiner will mir dieses Auto abnehmen. Hat dir die Scheiße nochmal geschenkt eigentlich? Reden wir nicht darüber, wer mir die Scheiße geschenkt hat. Ich verschenk den sogar. Ich will ihn ja einfach nur loswerden. So ein schlimmes Auto?
Ich brauche einfach den Chatbot. Alter, Chicken halt Dinner mit Craig. Oder ist irgendwie Lager für mich. Mehr ist es auch nicht. Lügt doch nicht. Aktuell. Ja, oder Upload springt einfach mal dezent auf 26 KB nach unten. Also ein bisschen Gewinn draus machen. Ich glaube, ich starte das nach der. Aber den will ja keiner. Das habe ich zu teuer mein Internet neu. Ich bringe ihn die Schrottasse und krieg wenigstens noch $90 für die Karre. Ich kaufe dir den ab. Oder so. Du kaufst mir den ab. Ja, für $420 jeden Monat. Warten halt. Warte mal, ich soll dir 420 geben? Nein, ich gebe dir jeden Monat $420. Warte, das fand ich das auch da. Ich nehme den Wagen, aber du musst mir dafür noch Geld geben. Was willst du denn mit meinem Mini? Verkaufen. Als ob du in die Karre, als du dir die Karre... Da reden wir nochmal drüber. Ich will ein Motorrad haben. Auf mein Bike, Charlie. Bin kalt dafür? Damit bringe ich mich um, mit deinem Bike. Ja, du musst den doch nicht fahren. Ausfahren. Als ob mich das nicht verleitet, dass ich mir dem Ding nicht geben würde. Ja und? Aber wenn du nicht... Du musst ja... Als würdest du mit einem Reifen fahren. Wir reichen ja schon 200, nee. Wenn du vorne lehnst. Da fährst du ganz sicher. Ich verkrümmel mich. Bis später. Verschwinde. Soll ich dich nicht hochfahren? Ich werde mit Fahrrad, macht einen auf Öko-Braut und so. Dem BMX. Okay. Wir sehen uns später. Bis später. Bis, Lilly. Tschüss. Ich weiß ihren Namen gar nicht. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, ich kann mir eh nicht viele Namen merken. So. Liegt dann beim Nachnamen, oder? Du meinst, ich habe so viel grünes Gras? Mhm. So ist der Name eigentlich. Also mit mir hat das nicht so viel zu tun mit dem Nachnamen, aber ich weiß aber nicht, deine Eltern, Eltern waren vielleicht Hippies, ich sag ja. Ja, vielleicht aber auch schon die Eltern von meinem Vater. Ich weiß es nicht. Auch keine Chance nachzufragen. Aber es, wie gesagt, es gibt Sachen, die muss man nicht immer unbedingt wissen. Das kommt noch dazu. Gehst du auch noch arbeiten? Denn von was? Gehst du arbeiten? Jetzt dann nach 12? Glaube ich. Arbeite gern tief in der Nacht. Meine Ruhe hab. Ich weiß noch nicht, wie lange ich wach bleibe. Kommt drauf an, wie viel los ist, ne? Ja, du noch Pakete an die Rednecks austeilen. Er ist nach der letzten Aktion mit denen. Ist das Amar? Kopfschmerzen. Hi Alex. Alles klar? Wo ist Amar? Ja, perfekt. Ja, das, geht so. Ich glaube, das ist Klaus. Bisschen viel schief gelaufen, aber erzähl ich dir ein andermal. Oh, da drüben läuft wer. Er schreit nur im T-Shirt. Hier so rum. Kalt vor. Also es war auch sehr kalt. Ich war zum Glück am Mittag da und da schien die Sonne. Das hat so ein bisschen gewärmt, aber jetzt nur im T-Shirt wäre mir kalt. Bis vor ein paar Wochen hat es hier noch geschneit, jeden Abend. Was? Nee. Kennst du? Hä? Das weiße Zeug, was da vom Himmel fällt? Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Einmal Schnee. Aber ich war auch so verballert, du kriegst das nicht mit. Nee, ich war voll lange im Ding, ob sie geschneit hat oder. War gut, Disneyland? Bisschen gefährlich. Also ich hätte es mir. Hä? Wir nehmen auf. Okay. Fett und gefährlich? Helfen. Affen, die schön wollten, Komodo-Varane. Dann viele Mexikaner. Mexikaner waren das gefährlichste, oder? Viele Zäune. Zäune? Ja.
Bei so vielen Tieren kann es vielleicht auch sein, dass du im Zoo warst und nicht in Disney. Zoo? Ja, im Zoo. So denn im Zoo? Naja, wenn du da Affen gesehen hast. Hast du schon mal Elfen im Zoo gesehen? Nimmst du Drogen? Nee, ich nicht. Hm. Waren die Elfen denn echt? Definitiv. Ja, da kann das echt nicht der Zoo gewesen sein. Da gibt's doch nur die unechten Elfen. Was sind denn unechte Elfen jetzt wieder? Ach so. Menschen in Kostümen. Magst du Cosplay? Nee, ist nicht so meins. Aber lässt uns einfach hier stehen. Geht einfach ab, ne? Ja. Kann ja auch zu den anderen gehen. Ja, ich lauf da. Ja. Weil die interessiert. Einmal durch. Alle in Grau. Wollt, ansonsten machen wir das morgen. Also wenn ja, ich, heute wie gesagt, ich ruf ihn mal schnell an. Hallo. Sind Sie Maklerin? Ich? Ja. Nur kurze Frage. Okay. Die Frau handelt hier noch neben mir wegen dem Haus. Ob das sonst auch auf morgen verschieben könnt? Was ist los? Schmeckt die Fliege immer noch? Ja, erstens das. Nee, ich habe mich wohl gestern ein bisschen verkühlt. Ich stand so lange draußen aus dem Tequila. Wieso bin ich abgehakt manchmal? Ja, das kenne ich. Wie ist es Ihnen denn lieber? Morgen oder? Bisschen verkühlt bei der Klimaanlage im Flugzeug. Es kommt drauf an, wie lange jetzt noch. Ja, wie lange jetzt heute Abend noch. Sind Sie Sind Alarm, ja, Mann, kalt, dies, das, bla, whatever. Gucken wir mal. Vielleicht hat sich irgendwas verstellt. Dieses OBS hat hier eine neue Version losgebracht. Keine Ahnung, müsst ihr gleich mal sagen, ob es besser ist oder nicht. Na gut, wenn wir uns duzen, ich bin nochmal, ich bin Alex, freut mich. Ich bin Charlie. Ja, ich bin George. Einfach. Ich wollte gerade sagen, wir einmal komplette Runde hier, ne? Jo. Hallo, ich bin der Joshua. Ja, Hani. Ich glaube, das wüsste ich. Was? Die Lilly. Oder heißt du auch Joshua? Ich heiße Joshua, ja. Name ist kennst du noch einen Joshua, oder was? Mhm. Denn? Den Phoenix? Ist er auch Joshua? Jupp. Mhm. Ja. Holy Richter. Fuck. Du bist Richter? Nein, ich heiße Richter. Nee, er heißt so. Nein, am besten Finn sagen. Wie Huckleberry. An den muss ich auch denken, ja. Auf jeden Fall nicht. Nein. Schon. War das über? FYNN. Stimmt. Irgend so ein Redneck-Kind, was durch die Gegend gewandert ist. Ah, stimmt. Also, den Namen wissen aber nicht, wo er herkommt. Nein, nicht schlecht. Und was geht sonst so auf Las Santas? Ich bin neu, erzählt morgen, mal ein bisschen was. Morgen Party in Bahamas. Ja, weiß ich noch nicht. Wie war das? Eintritt frei in Unterwäsche, ne? Eintritt frei in Unterwäsche. Wenn du in Unterwäsche kommst oder hast du vor, in Unterwäsche Kröten hinzugehen? Nee. Nee. Also, ich hab schon Unterwäsche an, aber nicht nur. Ja, ja. Kannst du doch, hab ich mir reingehen in Unterwäsche und dann drin mich wieder anziehen? Man merkt sofort, dass die Fete von Sunshine kommt.
Männer. Ich habe auch schon überlegt, ob ich morgen in Unterwäsche dahin gehe. Charlie, wie viele Frauen haben sich schon angemeldet? Ich weiß es nicht. Halb elf war das, ne? Hm? Na, halb neun. Übermorgen, ne? In Not kann man es ja nochmal auf Piper nachlesen. Alex, hatten die irgendwas gesagt, wie lange die noch unterwegs sind? Nee, er hat gesagt, die sind jetzt auf dem Rückweg. So langsam. Ah, okay. Also ich gehe nicht davon aus, dass es noch lange dauert. Ich hoffe es zumindest. Das ist gut. Muss mal irgendwie gucken, dass ich vor 2 Uhr ins Bett komme. Ist ja schlimm, ey. Ja, das ist auch mein Plan, aber meistens geht's dann, ne? Andere Wege. Das Problem ist, ich habe morgen früh noch ein paar Termine, die ich wahrnehmen muss, um die früh aufstehen. Das hatte ich heute auch und ich bin gestern trotzdem vor. Ne? Verschieb die Termine einfach. Nee, die kann ich leider nicht verschieben. Ja, das wäre auch manchmal schon sehr angenehm, wenn man so früh Termine verschieben könnte. Na, aber manche Sachen müssen halt leider erledigt werden. Ja, Krankengymnastik zum Beispiel. Ich kann zum Beispiel. Ich auch, zum Glück. Also kann ich schon länger wach bleiben. Genau. Ich bin gerade erst aufgestanden. Yo, was ist denn los hier? Was ist mit dir kaputt? So gut haben wir es nicht. Ja, schön viel Zeit noch. Passt mal euren Rhythmus hier irgendwie an. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Wird schon schön. Hast du dir jetzt mal überlegt, ob, was du so später machen musst? Entschuldigung, ja. Noch nicht so richtig. Irgendwie bin ich echt ein bisschen planlos. Ich denke immer, ne? Ulala, wer ist denn die Blonde? Und dann ist es immer die Perle vom Schwarz, Alter. Hallo Tina. Ich hab schon gehört, dass ich bei Kräuter? Nee. Ich irgendwie anfangen soll, weil mein Nachname ja so super passend ist. Green Girl, ja. Hallo. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Alex. Okay. Aber ich glaube, heute. Wollen wir ein Stück zur Seite gehen? Am besten beim Anfang, Schatz. Ja, es muss ja dir Spaß machen, ob du was mit Holz machen willst, mit Pflanzen. Also beim Holz sparst du dir auf jeden Fall das Fitnessstudio, das ist ultra praktisch. Ja, das klingt eigentlich gut. Also, das klingt genau für mich passend. Also, meinen Marathonlauf habe ich ja heute auch schon durch. Ja, dann. Na, Holz hatte ich echt überlegt. Also nur Bescheid sagen. Ich kann dir gerne meine Nummer geben, dann kannst du morgen mal durchklingeln und dann nehme ich dich mal mit. Na, das wäre gar nicht schlecht. Ja, dann reich her hier. So finden sich Freundschaften am Pernapark. War gar nicht so schwer, meine Nummer, bin ich der Meinung. Soll ich dir meine geben? Wirst du mit Doppel-L oder mit einem L geschrieben? Mit einem L. Und Grass mit Doppel-S, ja? Ja. Ich muss mich kurz überlegen, wie meine Arme überlegen. Ich muss überlegen, wo habe ich denn da 2 S? Aber klar, am Ende. Hä? Denke ich nicht. Geil. Ja, dann leg mal los. Das ist, also ja, die Vorwahl ist ja, ne, ich glaube 069, wenn ich das jetzt schon so richtig mitbekommen habe. Dann 29. Rein. Aha. Alter, Tolga, wie viele Accounts hat er sich eigentlich gemacht? 06, 08, 07, dann bei Tolga, Hub 719 ist er auch der Penner. Kranker Typ, Alter. Kranker Typ, dieser Tolga. Craig schreibt mir, yo, gleich Pupke.
Mi wieder, Luca, was geht? Ja. Holger. Den tut das Praktikum nicht gut. Zum ersten Mal in seinem Leben arbeiten. Pflaster, du siehst manchmal Dinge, da zweifelst du an deinem Verstand. Das liegt aber an der Luft. Ja, einfach. Und aber ich hoffe, dass das Kraftwerk endlich den Scheißfilter einbaut. Wäre wünschenswert. Dass die Luft ein bisschen sauberer wird. Aber weiß man nicht, wann sie das machen wollen. So, wie war jetzt nochmal deine Nummer? Ja, die Vorwahl halt dann 29. 29. 36. 36. 00. 00. Ja, die geht. Die ja. Kann man mal machen, ne? Finde ich auch echt super. Die kann man sich merken. Und dich kann ich dann anrufen, wenn meine Fußnägel geschnitten werden müssen? Nee. Oh. Hä? Wow, dann war ich voll falsch, ey. Ah, okay. Ja. Ist die richtige Nummer, ja? Ey, und andere Sache. Wer hat meine Mütze geklaut? Wieso trage ich Ohrringe? Viel schlimmer, warum habe ich eine Brille auf dem Kopf? Also ich wusste, jetzt kann man es mal ohne Stopp. Nee, das kann... Nee. Ja, das ist Gewöhnungssache. Weh, jetzt fragt jetzt einer, warum hier Stroh liegt. Warum? Warum ist die Palme so groß? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum ist das Gras so grün? Ja. Ja, bitte? Habe ich irgendwas im Gesicht hängen? Außer der Nase? Ja, eine Sonnenbrille. Wieso? Magic. Magic Finger. Magic Sonnenbrille. Möchte halt cool rüberkommen. Finde ich aber gerade. Die klebt. Bitte. Oh, wobei, ich habe auch eine. Baba. Irgendwie, ja, komisch. Mein Hut ist nämlich auch weg. Meine Cappy auch. Gar keine Cappy auf. Ich hatte aber eine in der Hosentasche. Passen deine Haare echt oder so eine... Ja, wenn ich will schon. Möchte ich gerne mal sehen. Also irgendwie habe ich... Ich glaube, ich habe einen Kaugummi an der Brille. Ich krieg die nicht mehr ab. Eklig. Du sagst, kein Sekundenkleber ist? Ja. Abgehen. Wieso hat Lilly keine Brille? Weil Lilly kein Geld hatte, sich bis jetzt eine Brille zu kaufen. Also ich besitze keine Brille, wollte ich damit auch sagen. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Hier, das ist schon wieder hier die dicke Luft in Los Santos. Merkst du es? Ja. Merkst du es? Holy shit. Grauenvoll. Du meinst Charlie mit... Ey. Was? Ganz bestimmt nicht, mein Freund. Ganz bestimmt nicht. Mit dem bin ich das gewohnt. Die Weibers langweilen mich wirklich. Sind alle scheiße. Bam, Alter. Da haut die Green der Rothaarigen erstmal einer in die Hallo, geh doch ans Telefon. Ja. Geh da weg, die sind zu langweilig. Hau rein. Jo, mach's gut. Peace. Tschüss. Sonst geht hier ja auch nichts mehr in der Serie, ne?
Die Kleidung ist irgendwie verschwunden. Cool. Na, 1, 2, 3, 7, 1, time. Wow. Ja, blöder Penner, hab den direkt verflucht, der meinen Hut geklaut hat. Auf jeden, bei dir, Mann, auch. Alles und Flieg.
Jo, guck, was ist los? Jo, ich leg mich nochmal irgendwie ein bisschen hin und geh nachher arbeiten, ne? Wenn du Bescheid weißt. Haust du rein. Alles klar. Peace. Das war dezent daneben.